Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum zweiten Review! Woo! Ja, im zweiten Spiel, wo wir in der Gamescom 2015 rennen, ich werde alles systematisch abgehen. Das zweite Spiel war Horizon Zero Dawn. Horizon. The stories don't tell where the old ones went. They don't tell us why the machines rule these lands. But they warn us that this balance cannot last. The storm is coming. And I will be ready. War geiles Spiel. Auf jeden Fall war leider kein spielbarer Titel, sondern nur ein Film zum Anschauen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht systematisch die Punkte abgehen. Das geht ja leider nicht, da wir es ja nicht gespielt haben. Zur Steuerung kann ich ja nicht abgehen. Und da werde ich jetzt das ein bisschen kleiner machen und beide Gesamteindrücke und so alles widerlegen. Ja, mein Eindruck war von Horizon. Es wird eben ein Exklusivtitel für die PlayStation 4. Auf jeden Fall ein geiler Titel, wo ich mich auch sehr freue. Und zwar um die Grafik. Der erste Punkt natürlich auf meiner Liste. Die Grafik war echt, was soll man sagen, geil. Also da kann man echt sagen, super geil. War nicht so als wie The Witcher 3, aber die Landschaften echt episch, wunderschön. Also wenn man das wirklich da spielt, ist wirklich schöne Landschaften, hat man gesehen. Und dann halt wirklich mal in ein anderes Szenario rein mit Dino-Robotern. Und ja, man ist eine Amazonenkriegerin und da muss man halt wirklich Schlachten machen. Und mal gucken, ob das wirklich so richtig Open World wird oder eher RPG-mäßig. Das ist, wahrscheinlich wird es auch erst RPG-mäßig sein, dass man halt festes Terrarium hat, aber nicht jetzt ganz Open World hat. Na, mal schauen, aber Horizon hat von der Grafik her echt bombastisch für die PlayStation 4. Ich hoffe, es wird auch so aussehen. Am Ende, es war ja nur ein Vorzeigetrailer in dem Sinn, weil es das Spiel erst 2016 rauskam. Also das hat man noch eine Weile dorthin. Wird wahrscheinlich noch auf der nächsten Gamescom nochmal vorgestellt, dann spielbar sein. Je nachdem, denke ich mir jetzt mal. Oder es kommt vor der Gamescom raus. Mal gucken, wie das wird. Aber von der Grafik her top. Hat mir echt gut gefallen, die Landschaft wunderschön und das gefällt mir echt, wenn so wunderschöne epische Landschaften, wie bei Far Cry 4 war ja auch sowas, Witcher 3 hat auch so epische Landschaften und das ist halt wirklich sehr nett. Ja, als zweite die Story, soll ja anscheinend wunderschön sein und das wird mich interessieren auf jeden Fall. Werde ich mir wahrscheinlich dann auch vorbestellen, eins der Exklusivtitel, was ich mir auf jeden Fall immer vorbestelle. Und ja, Story kann ich nicht viel dazu sagen. Man hatte nur eine Schlacht gesehen gegen einen Roboter Dino.
Und ich denke mal, man hat dann wirklich auch storymäßig so Aufträge machen muss, töten muss die Roboter und dann halt irgendwie die Welt an sich wieder zu reißen, ein bisschen die Roboter zu bekämpfen, die Welt da an sich genommen hat. Naja, mal gucken, wie das wird, die Story. Bin ich echt mal gespannt. Schauen wir mal, was die Sache ist. Wie gesagt, Steuerung Punkt 3 kann ich leider nicht machen, da wir nicht gespielt haben. Steuerung von sich sah bis jetzt cool aus. Hat ein bisschen auch was von, wie kann man sagen, ein bisschen vom Shooter, weil man ja ein bisschen mit dem Bogen schießen muss und die Roboter, die großen Roboter, die nur zum Boden reißen muss und dann auch die Waffen von denen nehmen muss. Also von daher kann ich aber leider nicht viel sagen. Sehen wir dann, wie die Steuerung wird. Das Feeling zu dem Spiel, war echt cool. Wir waren ja im Kino drin vom Aussteller und haben es angeguckt. Feeling echt schön. Man kam erst rein, die Landschaft angesehen, wie es aussieht, die Landschaft. Und dann wurde dann auch immer gezeigt, dass ja auch kleine Dinos, Roboter oder Rehe oder also die Maschinen da rum sind, die man angreifen kann, Sachen sammeln kann und dann auf einmal die riesen Maschinen, die da durchs Land streifen und dann dich angreifen und du dagegen kämpfen musst. Das Feeling war echt cool, Grafik echt top dann danach und auch im Kampf auch echt nice und immer im Bogen drauf und drunter sliden und alles mögliche. Also Feeling top die Sache, also hat mir echt gut gefallen und der Gesamteindruck vom ganzen Spiel, also auf jeden Fall geile Exklusivtitel, wo ich mich echt sehr freue und meine ganzen Freunde wahrscheinlich auch, soweit ich weiß, wird auf jeden Fall vorbestellt und vielleicht sogar auch Let's Play, denke ich mal. Denn es ist ein geiles Spiel und es freut mich echt, dass es kommt. Es sind eine der wenigen Spiele, was ich Let's Play wahrscheinlich von der Gamescom 2015. Es gibt viele Spiele, wo mir gefallen haben, aber wo ich weniger, also vielleicht ein Viertel davon Let's Play, mal gucken, aber dafür die anderen so spielen. Naja, aber Horizon Zero Dawn, echt geiles Spiel, kommt erst 2016 natürlich raus, exklusiv für die PlayStation 4. Naja, mal gucken, wie es wird, freue ich mich drauf. Vielleicht kriegen wir die Chance noch vor der nächsten Gamescom nochmal anzuspielen, mal gucken. Sehen wir dann und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn der Review euch gefallen hat. Wenn ihr auch Eindrücke habt von dem Spiel, unten in die Kommentare rein. Schreibt es einfach mal rein oder wie es euch gefallen hat oder ob ihr es euch vorstellt. Schreibt es mir einfach unten rein und wir sehen uns dann im nächsten Spiele-Review. Bis zum nächsten. Ciao!